Hallo und herzlich willkommen, Finanzieller Normalo. Im heutigen Video möchte ich dir ein Update zu meinem Kontostand beim Robo-Advisor Oscar geben. Wir sehen uns die aktuelle Wertentwicklung und die Gewichtung an. Zudem habe ich noch einen Vergleich zu einem meiner ETFs aufgeführt, um zu sehen, ob die Rendite von Oscar gut oder schlecht ist. Wenn du das erste Video noch nicht gesehen hast, kannst du dir das gerne im Anschluss noch ansehen. Ich habe es dir in der Videobeschreibung verlinkt. Dies ist wie immer keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Im März 2021 hatte ich insgesamt 525 Euro auf dem Konto von Oscar. Die Rendite betrug mit plus 8,07% und mein Portfoliowert war bei 578,68 Euro. Seit März hat sich jedoch einiges bei meinem Kontostand und der Rendite getan. Sei gespannt. Meine aktuellen Einzahlungen belaufen sich jetzt auf 675 Euro. In der Zeit von März bis Juli habe ich insgesamt 150 Euro auf das Konto von Oscar eingezahlt. Der Portfoliowert betrug zum 31.07.2021 stolze 778,26 Euro. Die Rendite beträgt jetzt nicht mehr plus 8,07%, sondern ist auf 17,01% angewachsen. Es handelt sich hierbei nur um eine Momentaufnahme. Die Rendite schwankte jedoch in den letzten Wochen immer so zwischen 16 bis sogar 18%. An dieser Stelle würde es mich interessieren, wie deine Erfahrungen mit Oscar sind. Welche Renditen hast du? Schreib es gerne in die Kommentare. In dem Graphen für die Wertentwicklung sieht man sehr gut, dass es zu Beginn im Jahr 2020 ein bisschen holprig gelaufen ist mit Oscar. Interessant ist aber auch zu sehen, dass es keinen wirklich starken Einbruch gab, als es zum Corona-Crash im März kam. Die Portfoliogröße ist ein bisschen geschrumpft, ein wirklicher Einbruch blieb jedoch aus. Sieht man sich den Chart genau an, kann man aktuell eine lineare Entwicklung erkennen. Ich bin gespannt, ab wann es zu einer exponentiellen Entwicklung kommt. Vermutlich dauert das aber noch ein paar Jahre. Ich halte dich natürlich über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden. Als Strategie habe ich bei der Kontoeröffnung Oscar 80 moderat offensiv gewählt. Hier wird, wie von Oscar beschrieben, versucht, dass 80% des Portfolios in Aktien-ETFs investiert wird. An einigen Tagen hatte ich es auch bereits, dass genau 80% erreicht waren. Die restlichen 20% teilen sich auf die Position Anleihen, inflationsgeschützt und Tagesgeld auf. Bei der Position inflationsgeschützt wird zum Beispiel in den EUWAX Gold 2 investiert. Der Anteil des Tagesgeldes liegt hier unter 1%, was ich sehr gut finde. Zu guter Letzt habe ich noch einen Vergleich von Oscar und dem iShares Stocks Global Select Dividend erstellt. Den iShares Stocks Global Select Dividend bespare ich aktuell mit 50 Euro, wobei davon noch 1 Euro Gebühr bei OnVista anfallen. Zum Stichtag 31.07. hatte ich hier eine Rendite von plus 14,33%. Man sieht also, dass Oscar aktuell mit knapp 17% Rendite eine sehr gute Performance abliefert. Ich werde also weiterhin meine monatliche Sparrate von 25 Euro beibehalten und die ein oder andere Sonderzahlung durchführen. Falls du auch ein Depot bei Oscar eröffnen möchtest und dir einen 10 Euro Geschenkbonus sichern möchtest, habe ich dir dazu einen Link in die Videobeschreibung eingefügt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen